Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz des Oberligaspiels in der Meisterrunde ERC Sonthofen gegen den EV Landshut. Ganz besonders begrüße ich den Gasttrainer Alexander Serikow, herzlich willkommen, und natürlich unseren Trainer Heiko Vogler. Bevor beide Trainer zu Wort kommen, kurz die Ergebnisse, soweit sie feststehen. Tölz schlägt die Selber Wölfe mit 5:1, Peiting schlägt Weiden 5:3, Deggendorf Regensburg, da stand, das ist mein Kenntnisstand, steht 2:3 und der ERC Sonthofen gewinnt in der Overtime gegen Landshut mit 2:1. Deggendorf 4:3 zu Ende, also dann wisst ihr Bescheid, Deggendorf hat gewonnen. Okay, ist egal. Herr Serikow, ich glaube, heute haben wir 60 Minuten alles gesehen, hin und her, hin und her. Und ich glaube, es war ein sehr interessantes, nervenaufreibendes Spiel. Wie sehen Sie das? Und natürlich mit dem Punkt dürften Sie mehr als zufrieden sein. Ja, hallo erstmal. Ich finde, dass wir halt wirklich gut gespielt haben. Das erste Drittel. Was ich noch dazu sagen möchte, ich bin halt mit 10 Stürmer gekommen und mit 4 Verteidigern. Wir haben einen Haufen Verletzte, Kranke und wir haben leider nicht nachlegen können für neue Spieler, weil wir kein Geld nicht haben. Aber okay, jetzt kommen wir daher. Caciola habt ihr verpflichtet, super Spieler. Habt ihr einen vollen Kader. Erste Drittel, muss ich sagen, mit unseren Chancen waren wir besser. Halt, haben wir Penalty vergeben, euer Torhüter hat gut gehalten. Im zweiten Drittel war es ausgeglichen, finde ich, dass es ziemlich ausgeglichen war. Und im letzten Drittel war es ja besser. Also da hat uns der Engelbrecht Max ganz schön im Spiel gehalten. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war das ein ausgeglichenes Spiel nach vorne und zurück. Ja. Das Einzige, was bei uns halt das Problem war, Powerplay, ihr habt es ja gut gekillt. Wir haben kein Powerplay-Tor nicht geschossen. Okay, aber so ist es halt dann. Und dann eine Verlängerung ist so ein bisschen Glückssache. Aber wir haben einen Punkt, da sind wir zufrieden. Ja, gut, vielen Dank, Herr Serikow. Heiko, 2 Punkte. Ich glaube, damit dürftest du zufrieden sein. Na, erstmal hallo zusammen. Ja, zufrieden. Zufrieden bin ich nicht 100%, weil ich denke, wir haben heute nicht unser bestes Spiel an den Tag gelegt und gezeigt, was wir können. Wir haben, denke ich, die ersten 8 Minuten haben wir ganz gut mitgespielt, aber dann hat Landshut, da habe ich so den Druck erhöht. Wir waren einfach zu dumm, in der defensive Zone einfach nach vorne zu spielen, haben dann immer wieder diese Turnovers gehabt und haben somit Landshut das Spiel mehr in die Hand gegeben. Dann haben wir dann 2 Sekunden vor Schluss, Gott sei Dank, das Überzahltor geschossen, aber dann im zweiten Drittel, ja, dann denke ich auch, war Landshut ein bisschen am Drücker, Dann schieße die das 1:1 und dann im dritten Drittel, denke ich, haben wir schon noch mal ein bisschen Schippe draufgelegt. Aber ja, das war heute nicht das, was wir können. Ich bin gerade eigentlich nicht so happy über die 2 Punkte, weil das war der Zusatzpunkt, den haben wir heute verschenkt. Und auch, er sagt, verletzte Spieler. Ich meine, wir haben das seit Wochen, seit Monaten, reise ich nur mit 11, 14 Spielern rum. Ich habe nur 20-Jährige im Kader, ja. Der Marc Sill, mein zweitbester Scorer, der fehlt einfach. Der ist auch mit einem Dreh- und Angelpunkt. Dann heute jetzt Messing wieder raus. Ja, Kames war am Wochenende wieder krank. Wir müssen einfach da schauen, dass wir, ob wir mit 10 oder 12 anreisen, ja, wir müssen immer Gas geben. Und heute haben wir nicht 100%ig Gas geben. Und ich bin dann einfach froh, dass wir dann zum Schluss in der Overtime das Tor geschossen haben und die 2 Punkte behalten konnten. Aber wie gesagt, das war nicht das Einzige, was der ERC Sonthofen die letzte Woche an den Tag gelegt hat. Gut. Wir sind jetzt 3 Mannschaften punktgleich. Wir kämpfen also um diese begehrten 3 letzten Plätze für die Meisterrunde, was eigentlich dann die besten Ausgangssituationen sind. Wir haben gerade schon ganz kurz so ein bisschen geflaxt. Für euch ist natürlich Regensburg wäre natürlich für einen EV Landshut ein Traum, weil es fast ein Derby ist, sage ich mal. Für uns wäre es natürlich mit Tölz und so weiter. Es ist natürlich viel Spekulation, es sind noch viele Spiele zu spielen. Sie haben gesagt in der Eishockey News die Aussage, wir gehen von Spiel zu Spiel, ich gehe nicht auf die Platzierung, mir ist es egal. Ist das wirklich so oder hat man irgendwie im Hinterkopf doch, das wäre unser Traum, gegen Regensburg zu spielen? Also mir persönlich ist es wirklich egal. Ich habe schon genügend Playoffs gespielt und aussuchen, glaube ich, das ist das Verkehrte. Jeder muss schauen, dass er zu den Playoffs die bestmögliche Form hat. Und da brauchen wir nicht rumdaktieren.
Was ich nur dazu sagen möchte, wegen den verletzten Spielern, wir haben natürlich auch Spieler, die müssen noch in der DNL spielen. Ne? Die machen am Wochenende 3 Spiele. Auch der Berger, der Torwart, der hat jetzt auch 2 Spiele gemacht, deswegen ist der Engelbrechter heute im Tor gewesen. Und das kostet natürlich sehr viel Kraft für die jungen Spieler dann bei uns. Heiko, selbst 6-4, ein achtbares, sehr, sehr achtbares Ergebnis. Heute 2 Punkte geholt. Der nächste Gegner ist Deckendorf am Freitag. Ich glaube, auch wieder ein sehr, sehr schwerer Gegner. Wie bereiten wir uns vor und haben alle Spieler heute das Spiel gut überstanden? Ich meine, verletztenmäßig oder sowas? Ja, ist jetzt keiner verletzt, ja, aber wie bereiten wir uns vor? Wir müssen jetzt wieder am Dienstag anfangen, hart zu arbeiten. Ich meine, jede Mannschaft kann Eishockey spielen in der Oberliga. Darum sind sie in der Oberliga. Wir müssen einfach hart arbeiten und müssen schauen, dass wir diese individuellen Fehler, wo wir jetzt gerade wieder ab und zu mal machen, ablegen und dass wir dann zu den Playoffs das nicht mehr an den Tag legen. Und dann werden wir dort auch wieder, denke ich, noch besseres Eishockey spielen. Aber jetzt, ja, wie bereiten wir uns vor? Wir werden 100% arbeiten im Training und schauen, dass wir dann am Freitag hier Deckendorf das Leben schwer machen. Ja, vielen Dank. Gibt es von der Presse noch irgendwelche Fragen? Keine? Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimreise. Wir sehen uns nochmal in Landshut. Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder mit stolzgeschwellter Brust und viel Erfolg am Freitag gegen Deckendorf, zahlreich im Stadion. Und ich wünsche unseren Gästen eine gute Heimreise und natürlich allen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Danke.